klappt. So. Ja, wieder für die nicht existente MySpace-Videoseite vom Seminar ein Video aufzeichnen. Also, Hobby. Also, aber was heißt das schon, ein Hobby? Hobby meint, es ist nicht ganz ernst gemeint, oder? Ja, ja und nein. Also bloß, es ist, okay, wenn man kein Geld verdient damit, ist es noch lange kein Hobby, oder? Also Hobby und Hobby ist was man nebenbei macht, muss nicht sein. Also man könnte ja ein reicher Hobbymaler. Also Hobby, ja, vielleicht ist es besser zu sagen, es ist nicht ganz ernst gemeint. Also da ist ja mein Beispiel immer der, es gibt keine Hobbykünstler. Es ist unsinnig. Es gibt Hobbymaler, Hobbybildhauer, Hobbyfotografen, aber Hobbykünstler, das gibt's nicht. Und warum? Weil eben Kunst ein Verfahren, eine Handlungsweise ist, die darauf zielt, sich in den Kunstbetrieb einzuschreiben oder im Kunstbetrieb aufzutauchen, einschreiben. Das ist vielleicht so ein bisschen konkreter, etwas postmoderner. Und das als Hobby zu betreiben, macht keinen Sinn. Denn die Frage wäre die, was ist der Zweck des Ganzen? Also was wäre der Zweck, beziehungsweise wenn jemand sowas betreiben möchte, wenn jemand dieses Ziel hat, sich in den Kunstbetrieb einzuschreiben, dann macht die Unterscheidung keinen Sinn mehr. Also dann ist es ja ernst gemeint, dann will man das ja, und das ist, wenn nicht vielleicht notwendigerweise, aber doch mit einem gewissen, sag ich mal, mit einer gewissen Notwendigkeit verlangt es den Einsatz der ganzen Person. Also insofern, das kann man nicht irgendwie so nebenbei, beziehungsweise es wird keinen Sinn machen, das nebenbei zu betreiben. Es wäre, ich glaube, der Gedanke oder das, was ein Hobby ausmacht, ist immer sozusagen sowas wie so ein Sinn zweiter Klasse. Also so neulich war sowas so, das gibt es ja immer, Malen und Zeichnen zur Entspannung oder Bildhauern zur Stressbewältigung oder sowas, nicht? Also das ist quasi so ein Ziel zweiten Ranges, behaupte ich einfach mal so. Während, was ist das Ziel in den Kunstbetrieb, sich einzuschreiben? Wieso wäre das ein Ziel ersten Ranges? Vielleicht erstmal nur vorläufig, weil im Grunde eine gewisse Zwecklosigkeit dahinter steckt, nicht? Da sind wir ja schon so richtig in der Ästhetik. So malen aus Freude, malen zur Entspannung, nicht wahr? Also der echte Künstler, der malt auch, behaupte ich mal, selbst wenn es ihm keinen Spaß macht, nicht? Und wenn es ihn nicht entspannt. Also gerade deswegen vielleicht, müsste man sagen, nicht? Oder das während eben dieses, also wenn einer malt zur Entspannung und es entspannt ihn nicht, dann macht er eben was anderes, ne? Oder einer fotografiert aus Lust und Laune und weil ihm das Spaß macht, und wenn es ihm dann keinen Spaß macht, dann fotografiert er einfach nicht. Während der Künstler, also na gut, es gibt dann vielleicht den Berufsfotografen, der muss irgendwie um 6 Uhr raus und bei Regen irgend so einen Turnverein besuchen oder was weiß ich irgendwie. Und es macht überhaupt keinen Spaß und er muss das halt machen. Aber da ist es halt auch wieder sozusagen, sozusagen der Zweck ist nachgeordnet, das geht ums Geld verdienen, nicht? Aber wenn man kein Geld verdienen muss und man macht was, obwohl es einem keinen Spaß macht, dann ist es von höchstem Range, behaupte ich mal. So, jetzt werden wir mal wieder hier, das ist wie so auf so einem Boot, die Kamera einholen. Und was hat er jetzt gesagt?